Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich dachte mir, da wir jetzt sowieso gerade hier stehen, mache ich jetzt direkt beim Goldblattstall weiter. Wir haben zwar auch noch Quests bei Jasper, aber wie gesagt, wir stehen jetzt sowieso gerade hier. Also machen wir doch mal bei Karen weiter. Mit Seepferd und der Stall braucht Kürbisse, dann müssen wir unter Garantie sowieso nochmal zu Jasper. Hallo Tiffany, siehst du das schöne Pferd dort? Das muss zum Hermann beim Jorvik, Hermann beim Jorvik-Stall und ich bräuchte deswegen deine Hilfe. Kapitän Bruce kommt dort auf seinen Seereisen vorbei und hat deswegen versprochen, das Pferd dort abzuliefern. Aber wir müssen das Pferd dafür zu ihm bekommen. Kapitän Bruce steht bei der langen Brücke. Es ist also nicht so weit. Bleib nah beim Pferd und zeige ihm den Weg, dann sollte es keine Probleme geben. Das Pferd, das du führen sollst, steht dort drüben bei der Mauer. Welches? Okay. Nehmen wir erstmal noch die andere Quest an. Wir brauchen Kürbisse, Tiffany. Früher hatte der Stall immer goldgelbe Kürbiskuchen auf all seinen Festen. Und diese Tradition soll beibehalten werden. Da Jasper ja wieder Kürbisse anbaut, kannst du ihn vielleicht fragen, ob er mir ein paar verkauft? Na klar, machen wir doch glatt. Und wo ist jetzt das Pferd bei der Mauer? Vielleicht ist es das Pferd? Ja, es ist das Pferd. Da, oh. Es wird ohne jemanden geführt. Da ist zwar keine Mauer mehr, aber da war, glaube ich, früher mal eine Mauer. Das ist halt immer jetzt so ein bisschen missverständlich, wenn die Quests nicht umgeschrieben worden sind. Und es der gleiche Text ist wie früher, aber eine Gebietsüberarbeitung gekommen ist. Das ist dann so ein bisschen schwierig. So, nicht ins Wasser fallen. Sonst wirst du wirklich noch zum Seepferdchen. Guck mal, was das ist. Das sieht aus, als ob es gestochen worden wäre zwischen den Nüstern. Das hat einfach so einen Kopf. Beziehungsweise ein ganz dickes Maul. So, da hinten steht Kapitän Bruce. Das Pferd heißt bestimmt Dory. Haha. Warum habe ich eigentlich schon wieder keine Musik? Kann mir das mal jemand verklickern? Habe ich die ausgemacht? Nee, habe ich nicht. Sounds habe ich ja, aber wieder keine Musik. Also Star Stable hat mit der Musik echt Probleme in der letzten Zeit, dass die einfach nicht abgespielt wird. Aber was heißt in der letzten Zeit? Schon lange. Gucke mal, da machen wir doch mal ein schönes Bild. Ein Gruppenbild. Ich finde, das ist ein süßes Bild. Arr, hier kommt ein Reiter mit einem armen Pferd, das über den Seeweg nach Jorvik gelangen soll. Wenn ich doch nur in See stechen könnte, dann könnte das arme Pferd Hermann schon morgen wiedersehen. Warum geht das nicht? Bevor ich mich in die Wellen stürzen kann, brauche ich Hilfe von einem stolzen Ritter, wie du es bist. Wenn wir fertig zur Abfahrt sind, bekommst du ein schönes Geschenk für dein Pferd. Meine Matrosen scheinen abhanden gekommen zu sein. Sie haben sich im Dorf versteckt und ich kann die Rabauken nicht einsammeln gehen. Es ist komisch, weil sie sonst sehr treu sind. Versuche sie zu finden und erzähle ihnen, dass wir bald ablegen müssen. Es sind 5 Stück und sie halten sich an den Stegen auf. Komm dann zurück und sag mir, was los ist. Oha, Meuterei auf der Bounty. Da ist schon mal ein Matrose, da rechts ist auch noch ein Matrose. So, informiere den Matrosen, informiere den nächsten Matrosen. Ich glaube, da hinten stand auch noch einer, wenn ich mich recht entsinne. Ach, guck, ich sehe es ja hier sogar. Da ist noch einer, der winkt sogar frech weg. Aber guck. Ich muss gar nicht so einen riesen Umweg reiten. Jetzt reiten wir noch da oben hoch und dann haben wir alle 5. Das ging ja schnell. Das ging sehr schnell. So, und was haben die jetzt? Warum meutern die? Warum haben die keinen Bock? Du hast alle 5 Matrosen gefunden und alle sagen, dass sie fertig sind. Das ist gut. Ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich werde ihnen eine Standpauke halten, sodass sie sich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit lassen. Auf meinem Schiff ist die Flagge gehisst. Jetzt haben wir nur noch ein paar andere Probleme. Die da wären?
Bevor ich die Anker lichten kann, um loszufahren, muss die Ware für den Jorvik-Stall an Bord sein. Alles war fertig, aber jetzt muss Bürgermeister Klaus, der alte Krabbenfurz, natürlich noch was nachladen. Sprich mit dem alten Krankenbein und frag ihn, was er noch aufladen will. Beeil dich. Der Wind steht gerade gut, deswegen will ich nicht mehr so lange warten. Aber der hat er doch sowieso, also es sieht nicht aus wie ein normales Segelschiff. Weil eigentlich ist ein Segelschiff nicht... Okay. Eigentlich ist ein Segelschiff nicht aus Eisen, das, oder aus was ein Schiff ist, so ein großes Stahl wird sein. Die sind eigentlich aus Holz, so reine Segelschiffe. Es hat bestimmt einen Motor. Hallo Tiffany, das stimmt, ich habe eine wertvolle Porzellansammlung, die sich schon seit Generationen im Besitz meiner Familie befindet. Es ist so zerbrechlich, dass ich mich noch nicht getraut habe, es zu Kapitän Bruce zu transportieren. Vorsichtig, Tiffany, vorsichtig. Das Paket enthält Porzellan, das sich schon seit Ewigkeiten im Besitz meiner Familie befindet. Ich benutze es nie. Deswegen soll meine Schwester es jetzt bekommen. Ich wollte diesen Schatz noch niemandem anvertrauen, deswegen ist es noch nicht beim Schiff. Du bist vorsichtig und eine geschickte Reiterin, Tiffany. Reite behutsam mit dem Paket zu Kapitän Bruce. Bitte sei super vorsichtig. Jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich einmal absitze und wieder aufsteige, könnte es sein, dass ich das Glück habe, dass ich hier losschießen kann. Nein, kann ich nicht. Schade. Aber ich gebe euch einen kleinen Insider-Tipp. Wenn ihr einen Isländer habt, ich weiß nicht, ob es auch beim Curly Horse mit dem Curly Shuffle funktioniert, aber wenn ihr einen Isländer habt, könntet ihr theoretisch auch mit dem Isländer tölten. Weil das ist nämlich, soweit ich weiß, dann so, dass damit seid ihr einfach relativ schnell. Und zerbrechliche Dinge zerbrechen einfach nicht. Das ist das Praktische. Also wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie es mit dem Curly Horse aussieht, ob das da beim Curly Shuffle auch funktioniert. Das war knapp. Aber beim Isländer funktioniert es mit dem Tölt auf jeden Fall. Zumindest war es früher so. Probiert es erstmal vorsichtig aus, aber ich denke, das müsste immer noch funktionieren. Ahoi, das hat aber gedauert, Tiffany. Zerbrechliches Porzellan, dann verstehe ich, warum du langsamer reitest, als sei ein Segelboot bei Gegenwind. Also, runter damit in den Laderaum. Clear, crash, brack. So, das war's. Jetzt sind wir fast fertig zum Ablegen. Warum nur fast? Ah, jetzt fehlt nur noch mein Steuermann. Ich werde langsam ungeduldig. Das letzte Mal sah ich ihn, wie er um den Leuchtturm des Fischerdorfs herumschlich. Was er dort wollte, weiß kein Seeschwein. Tiffany, reite dein stolzes Pferd dorthin und sage ihm, dass er schneller als der Wind hier sein soll, bevor ich ihn zum Sinken bringe. Ich glaube, ich erinnere mich sogar noch, was da war, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Gucken wir doch mal, das werden wir jetzt rausfinden, was da das Problem war. Ich merke schon, dass mit den Kürbissen werden wir wahrscheinlich diese Folge gar nicht mehr hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt dann gleich noch im Anschluss aufnehme oder ob ich erstmal andere Sachen aufnehme. Weiß ich gerade tatsächlich nicht. Hallo, aha, Kapitän Bruce sucht nach mir. Ja, also es sind ein paar Komplikationen aufgetreten. Wir können noch nicht ablegen, aber ich habe mich noch nicht getraut, es dem Kapitän zu sagen. Ich habe die Seekarte und den Kompass verloren, als ich oben im Leuchtturm war. Der Wind hat die Sachen weggeblasen, weißt du? Oh je, oh je. Die Seekarte, die verschwand. Ja, also der Wind hat die Seekarte aus meiner Hand gerissen und sie aufs Meer geweht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Du glaubst, dass du den Bürgermeister nach einer Ersatzkarte fragen kannst? Das wäre aber nett von dir. Bitte, ich möchte nicht versenkt werden. Yay, wir spielen Matrosen versenken. Ja, der Kompass lag auf der Seekarte, als der Wind sie zum Meer hinausgeblasen hat. Der Kompass muss also heruntergefallen sein und hier irgendwo gelandet sein. Ich habe überall gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Was sagst du? Er ist vielleicht noch weitergefallen? Och, ich hoffe, dass er nicht kaputt gegangen ist. So. Also, hier müssen wir runter. Dann gucken wir schon mal nach dem Kompass. Die Seekarte, die sollten wir von Bruce, vom Bürgermeister eigentlich relativ easy bekommen. Boah, muss ich hier echt so einen Umweg reiten? Da können wir auch gerade erst noch zum Bürgermeister. Hallo Tiffany, natürlich kann ich dir eine Seekarte geben.
Du, Kapitän Bruce und seine Besatzung sind Freunde unserer Stadt, also helfen wir gerne. Nein, weißt du was, Tiffany? Meine Seekarten sind weg. Wer kann sie genommen haben? Sie könnten im Zusammenhang mit dem Schlüssel verschwunden sein. Du glaubst, du weißt, wer sie gestohlen hat? Das waren bestimmt die Piraten. Da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Also das könnte ich mir definitiv sehr gut vorstellen. Leute, dann gucken wir jetzt noch schnell nach dem Kompass und schauen mal, ob der wirklich da unten gelandet ist. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und danach würde ich dann sagen, würde ich dann mal anders weitermachen. Ich werde dann aber wahrscheinlich jetzt wirklich noch im Anschluss aufnehmen, damit ich nicht alle Quests nochmal neu annehmen muss. Es sei denn, ich habe gleich die Platte voll. Das kann natürlich auch immer sein. Von daher, das muss ich natürlich erst checken. Nicht, dass ich dann aufnehme und bin fröhlich dabei und dann auf einmal sagt die Platte, ist nicht. Ich glaube, ich habe mich überfressen und, ne? Das wäre ungünstig, weil dann habe ich Quests gemacht, die ich nicht mehr wiederholen kann, ohne dass ich sie aufgenommen hätte. Das wäre doof. Danke, du bist mein Held und der Kompass ist fast heile. Er muss weich im Sand gelandet sein. Danke. Ja, kein Problem, hätte ich gesagt. Was ein Bild. Das sieht irgendwie immer so ein bisschen... Der sieht immer so ein bisschen böse aus, finde ich, der Andalusier. So. Das ist aber zu hell. Es wird immer ein bisschen heller, wenn man hier den... Dings. Wenn man den die Unschärfe einstellt. So, ihr Lieben, ich würde mich jetzt verabschieden. Ich gucke jetzt mal, was die Platte noch so hergibt, beziehungsweise noch frei hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!